Die Gelbsperre von Peter Niemeyer war die Chance für Rafael, der hochbegabte Brasilianer, also auf der 6. Position für die Hertha, aber in der ersten Halbzeit Ingolstadt mindestens ebenbürtig mit den Gästen aus Berlin. 36. Minute, Schuss aus der Distanz von Tobias Fink. Es gab wenig klare Torchancen auf beiden Seiten. Dann sind wir in der 42. Minute, das ist Bambara. Und der Zweikampf mit Ronny. Bambara geht zu Boden, Schiedsrichter Tobias Welz entschied auf Strafstoß. Knapp, knifflige Situationsfrage im Strafraum oder davor. Und wir legen die Lupe drauf und können es immer noch nicht hundertprozentig sagen. Also kein Vorwurf an die Unparteiischen, da kann man schon 11 Meter geben. Es tritt an Stefan Leitl, der Kapitän des FC, und der scheitert an Michael Arz im Tor von Hertha BSC. Der viel kritisierte Niederländer rettet seine Mannschaft hier also vor dem Rückstand, aber der Elfmeter von Leitl war auch einfach schlecht geschossen. Und Benno Möhlmann, der wollte noch mehr sehen von seiner Mannschaft, die aber gut drin war im Spiel, das allerdings extrem mäßig war in den ersten 45 Minuten. Beste Szene von Rafael dann in der 66. Doppelpass mit Rukavica und Rafael scheitert am Pfosten. Zweite Halbzeit eher schwächer als die erste, das also ein ganz seltenes spielerisches Highlight. Das hier eher typisch mit Zelda. Der rutscht aus, legt vor, aus Versehen für Schmidt und Sogar nutzt die Chance zum 0:1. Metzelder, der eigentlich alles unter Kontrolle hat, mit dem Fehler der eingewechselte Schmidt und Sogar wie ein Torjäger, trifft zum 9. Mal in dieser Saison. Ingolstadt probierte jetzt alles. 77. Minute, Leitl und der eingewechselte Moritz Hartmann und wieder Michael Arndt zur Stelle. Und dann sind wir schon in der 86. Spielminute. Vielleicht aus Ingolstadt. Und Marvin Marte erzielt den Ausgleich für die Gastgeber. Erst zum zweiten Mal, dass Hertha BSC per Kopf gezwungen wird in dieser Saison. Marte gewinnt das Kopfballduell hier gegen Lasogga. Und damit verdient sich Ingolstadt einen Punkt in einem insgesamt mäßig attraktiven Fußballspiel. Die Hertha enttäuschte und hatte den Dreier auch nicht verdient. So sah das auch Hertha-Trainer Markus Baufer aus dem Interview. Ja, wir haben dann die Laufbereitschaft nicht da gehabt. Wir waren noch nicht so aggressiv. Wir waren sehr unheimlich schlampig im Passspiel. Und dann haben wir uns so einlullen lassen. Und das ist dann Ingolstadt natürlich in die Karten gekommen. Die hat dann ihre Möglichkeiten gehabt. Und da haben wir in der ersten Halbzeit natürlich das bisschen Glück mit dem gehaltenen Elfmeter. Aber wir waren halt einfach nicht im Spiel. Das war keine gute Leistung. Und das muss man auch mal akzeptieren.